Hallo und schönen Nachmittag hier aus Petersdorf 2, wo ich jetzt kurz ein paar Worte an unseren Wolfgang Gwieser richten werde. Hallo. Hallo, grüß dich. So schauen, ob wir da wohl richtig in der Kamera sind, gell? Weil es ist ja nicht so einfach. Du bist ja einer unserer Ältesten eigentlich in der KM von den Spielern her. Ja. Und in der Zwischenzeit schon zum dritten Mal als Spieler des Teams sozusagen nominiert worden und bereits zum ersten Mal immerhin noch nur lang unten zum Spieler der Runde. Wie fühlt man sich da eigentlich so? Ja, es ist eine angenehme Nebenerscheinung. Ja. Es motiviert schon grundsätzlich. Ja. Aber ja, allgemein kann man so sagen, dass wir einfach als Mannschaft zurzeit sehr gut sind und dass ich halt von dem natürlich auch profitiere, dass die Mannschaft gut drauf ist und dadurch ja, Gott sei Dank jetzt die Siege einfach einfahren. Ja, ja. Und du hättest ja durchaus Möglichkeiten auch in höheren Ligen zu spielen. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, beim ESK zu bleiben? Naja, grundsätzlich, da ich ja schon 1994, also vor 25 Jahren, die ESK angefangen habe, also 5 Jahre eigentlich immer beim Verein gespielt habe. Natürlich hast du einiges mitgemacht, gell? Absolut, also mit Markus Lehm zum Beispiel, den kenne ich eh schon seit 20 Jahren mittlerweile, also ein Trainer. So ist es. Und es macht einfach immer noch Spaß, egal jetzt in welcher Liga das wir spielen, es macht einfach Spaß, bei dem Verein zu spielen. Und wie gesagt, wenn die Vereinskollegen auch in Ordnung sind, wie es jetzt ist, die Mannschaft einfach passt, dann ist das schon ganz lustig. Gell? Super. Das heißt, ihr spielt eigentlich wirklich der Sache wegen. Absolut. 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 Also der Freude wegen Fußball. Ja. Und ums Geld geht es uns eigentlich allen nicht. Und wie gesagt, die Gemeinschaft und die Mannschaft funktioniert jetzt ganz gut. Also es ist einfach 11 Freunde am Platz. Ja. Und ihr werdet auch noch sehr weit kommen, da bin ich mir sicher. Hoffentlich, ja. Wir sind ja erst am Beginn des wieder. Ja, ja, ja. Wir alle sind ja sehr bemüht, euch zu unterstützen, das wisst ihr eh. Absolut, ja. Und ich glaube, in der Richtung passt auch. Nein, wie gesagt, es ist ein Umfeld, passt es super, jeder haut sich rein. Und wie gesagt, dass wir am Platz noch die Leistung bringen, das ist dann als i-Tüpfelchen. Und wie gesagt, vielleicht können wir dann nächstes Jahr wieder einen Wiederaufstieg schaffen. Genau. Heute holst du die nächsten Möfi-Tore. Ja. Hauptsache gewinnen. Hauptsache gewinnen. Super, danke. Alles Gute. Danke. Ciao. So, eine kurze Sache noch von uns. Nachdem es jetzt etwas kühler wird, haben wir wieder unsere Schals ausgepackt. Die Schals können Sie ja erwerben um 15 Euro. Entweder schreibt uns eine E-Mail oder ihr kommt am besten bei uns im Office vorbei und holt sie dann ab. So, und jetzt viel Spaß mit der Anzeige. Ciao. Wieder.
Tiere! Schiedsrichter! Der legt den Ball 3 Meter weiter vor. Okay. Der legt den Ball 3 Meter weiter vor, wenn es weg schaut. Bitte schaut. Pause, Schiri, wenn er nicht mehr kommt. Mir, guck zu mir. Nachgehen! Das ist das zweite Mal der Zahn. Bring ihn nochmal jetzt. Warte. Dann ist das ein Foul! Dann ist das Foul!
schon. Auf! Okay, ich sehe Gas. Hier stopp. Sounds like summer, huh?